Herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Schwert und mein Podcast Draußenfotograf erzählt von der Fotografie in der Natur, von Wind und Wetter, von Motiven im Wandel und von Menschen, die ihre besonderen Momente festhalten wollen. Ein Podcast nicht nur aus dem Harz. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußenfotograf, dem Podcast. Und heute habe ich Oliver Hummel zu Gast und ich freue mich riesig auch, Oliver, dass du dir die Zeit genommen hast und sagst schon mal herzlich willkommen in diesem Podcast. Ja, danke Thomas, danke für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut. Du hast spannende Geschichten zu berichten, davon gehe ich einfach mal aus, weil Oliver, ja, es macht viele Fotos, viele Filme, ist in diesem Bereich sehr aktiv und sehr stimmungsvolle Bilder entstehen dabei und ja, ich bin gespannt, ob du uns so einen kleinen Einblick geben kannst. Wer dich aber jetzt nicht kennt, magst du kurz was zu dir sagen? Ja, ich bin Fotograf und Filmer vom Niederrhein und habe einen YouTube-Kanal, der auf meinen Namen läuft und habe einen Instagram-Account. Aber YouTube-Kanal ist im Moment eigentlich so mein Hobby oder mein Schwerpunkt, sage ich mal, im Hobbybereich und versuche da eigentlich alle meine Reisen so filmisch festzuhalten. Jetzt reise ich natürlich nicht das ganze Jahr über, das heißt, zwischendurch gibt's dann auch mal ein paar Fotografie-Themen, mal ein paar kleinere Videos hier, wenn ich mal was vor Ort mache, mal ein paar Talks oder sowas. Ja, aber also YouTube, Filmen, Fotografieren, alles so Reise-Landschaftsbereich, auch mal ein Cityscape, aber ich bin jetzt zum Beispiel kein, Porträtfotograf oder kein Streetfotograf oder sowas, also eher naturverbundener Fotograf. Und wie kommt das? Hat das einen besonderen Grund, diese Naturverbundenheit bei dir? Ach, das ist eine gute Frage. Das habe ich gar nicht so genau hinterfragt. Das ist eigentlich, bin eher vom Typ her so ein bisschen introvertiert, würde ich sagen. Das heißt, ich bin jetzt, ich bin jetzt lieber draußen in der Natur unterwegs, wo wenig Menschen sind, als irgendwie auf irgendwelchen Festivals oder so. Ja. Ich glaube, das spiegelt sich dann auch in der Fotografie wieder. Also so Sachen wie Hochzeiten oder so habe ich auch schon fotografiert, aber das ist, ich finde das immer sehr anstrengend, weil halt dann doch sehr viele Menschen sind, mit denen man sich arrangieren muss und die Natur ist da irgendwie so ein bisschen angenehmer, da kommt man ein bisschen besser zur Ruhe, finde ich. Gut verstehen. Geht mir, glaube ich, auch so, ja. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich mir deine Sachen so angucke. Du hast gesagt, du machst es so in deinem Freizeitbereich, also diesen YouTube-Kanal und auch das Reisen. Genau. Aber erzähl noch mal, also bist du hauptberuflich sonst Fotograf oder was machst du? Hauptberuflich bin ich nicht Fotograf, da bin ich ganz normal hier lokal bei einer kleinen Firma im IT angestellt und mache aber Fotografie und ja, alles so, was dazu gehört, nebenberuflich. Also ich habe da noch ein Nebengewerbe und habe da auch die ein oder andere kleine Einnahme mal nebenbei. Mhm. Aber hauptberuflich ist es nicht, es ist halt, sag mal, sehr ambitionierte Freizeitgestaltung. Ja. Und wenn man sich deine Homepage anguckt, die habe ich mir natürlich angeschaut, da wird man ja gleich begrüßt durch so, also wirklich beeindruckende Landschaften. Also die laufen dann ja so durch und bei jedem Bild, ganz ehrlich, habe ich gedacht, wow, ey, richtig, richtig toll. Wo entstehen diese Bilder alle so? Hast du favorisierte Ziele oder wo zieht's dich so hin? Also das sind natürlich, muss man vielleicht auch bedenken, sind natürlich so meine Best-of-Fotos, die man dann sieht. Ne? Es ist jetzt nicht, dass ich bei jeder Reise oder jedem Trip oder so die Megabilder schieße. Das ist so das, was ich über die Jahre angesammelt habe. Ja, wo zieht es mich am meisten hin? Also eigentlich natürlich, wie gerade schon gesagt, in Ländern mit viel Natur. Also sehr gerne Nordamerika zum Beispiel. Weil das doch immer noch, also USA oder halt auch Kanada, weil man dann doch noch eine ganz andere Art von Natur, von Wildnis hat. Alles ist nicht so dicht besiedelt. Wenn man irgendwo mal im Nationalpark ist, dann kann man auch mal irgendwie, ich sag mal, 3, 4, 5 Stunden wandern gehen, ohne dass man Leute sieht, je nachdem, wo man ist. Und man ist schnell mal irgendwie 50 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Und das macht's halt dann irgendwie, ich sag mal, grandioser und besonderer für mich. Also viele Nordamerika, dann gerne auch nordische Länder. Also ich bin immer gerne in Island. Jetzt war ich zuletzt auf meiner letzten Reise im Mai, war ich auf den Färöern. Und ja, Norwegen finde ich toll. Also eher so die rauen, spektakulären Naturreiseziele. Also mich findet man eher nicht in den Tropen oder irgendwo am Strand oder sowas. Das ist nichts, was mich so begeistert. Ja, und hast du mal überlegt, also die Leidenschaft fürs Reisen, hat das einen besonderen Grund? Also bei Natur, weiß man ja immer nicht so genau, was einen dahin führt, aber wieso das Reisen eigentlich? Also Reisen ist generell eine Sache, die wir in der Familie schon immer gemacht haben. Also ich bin
von Kindesbeinen an sind wir schon in Frankreich immer jedes Jahr zum Zelten gefahren. Auch viele Wochen waren hier, waren dort. Also es war immer Teil irgendwie so meiner, wie sagt man, meines Aufwachsens. Und das hat mich dann auch mal begeistert. Und so die Neugier, auch weitere Länder, weitere Kulturen auch kennenzulernen, ist auch immer geblieben. Und klar, mit der Fotografie ist es natürlich eine gute Sache, das Reisen zu verbinden. Also einmal natürlich die Erlebnisse festzuhalten, aber dann auch, wenn man feststellt, oh ja, man ist jetzt an einem schönen Spot, man hat einen schönen Sonnenuntergang und man hat die Kamera schon so ein bisschen raus irgendwann. Also man weiß so ein bisschen, was man da tut. Da kommen ja auch ein paar ganz gute Bilder bei rum und das spornt natürlich dann an. Und dann wurde aus dem Reisen irgendwann das Fotoreisen, wenn man das so sagen kann. Also eigentlich plane ich die Reisen, wenn ich sie selber plane, eigentlich immer als Fotoreisen. Und, ja, das finde ich einen spannenden Punkt, nämlich diese Planung mit den Reisen. Ja, kannst du mal einen Einblick geben, wie gehst du da vor? Du hast irgendwann eine Idee im Kopf, wo du hin möchtest und wie ist dann der Ablauf? Ja, also ich habe natürlich irgendwie eine lange Liste. Ne? Also ich habe wahrscheinlich jeder Fotograf oder jeder reisebegeisterte Fotograf habe ich eine lange Liste von Ländern und Regionen, die man irgendwann mal aufgestellt hat, weil man irgendwo mal Inspiration bekommen hat. Sei es irgendwie durch ein Video, durch einen Film, durch eine Dokumentation, was auch immer. Ja, und jetzt gerade im Social-Media-Zeitalter wird man natürlich auch bombardiert mit Bildern aus irgendwelchen Regionen. Und das muss ich, da bin ich halt auch wirklich schuldig. Irgendwie nagt das natürlich dann auch an einem. Ne? Wenn ich jetzt, nächstes Jahr will ich unbedingt nach Patagonien. Das ist eine Sache, die ist jetzt seit ein paar Jahren schon in Planung bei mir, beziehungsweise ist eigentlich auch schon gebucht gewesen. Dann kam halt Corona. Und das hat sich halt über die Jahre irgendwie so entwickelt, weil man irgendwann immer und immer wieder diese Bilder bekommt von irgendwie Herbstfarben in Patagonien. Und du kennst es wahrscheinlich selber, wenn du in Social Media unterwegs bist, irgendwann bist du in einer Bubble drin. Dann kriegst du natürlich auch immer nur die Sachen vorgeschlagen. Absolut, ja. Und dann festigt sich sowas, wenn es mich wirklich packt und begeistert. Und wie ich dann im Einzelnen vorgehe, also eigentlich beginnt immer alles mit einer Google Maps Karte, wo ich mir halt eine Karte von der Region erstelle und dann anfange, mir Punkte zu setzen von Sachen, die mich interessieren. Und dann spinnt sich dann irgendwann da, wenn es möglich ist, eine Rundreise und ein Konstrukt raus, was ich dann umsetze. So ist eigentlich die grobe Planung. Und du hast vorhin, hast du so angesprochen, oder fiel das Stichwort auch, so fremde Kulturen kennenlernen. Ja. Würdest du sagen, diese Reisen oder dieses Kennenlernen der Kulturen, die haben deinen Blick auf die Welt so ein bisschen auch verändert? Also weißt du, was ich meine? Kann man das so sagen? So? Ja, sicherlich auch. Wobei ich selber gerade über meine eigene Aussage gestolpert bin. Also zum einen ist es nicht falsch. Ich bin da schon interessiert dran. Aber es passt natürlich nur so halb zum Thema Landschaftsfotografie in der Einsamkeit, ne? Fremden Kulturen. Ja. Ja. Insofern, ich habe das letztes Jahr gemerkt, da war ich zum ersten Mal in Südamerika, war ich auf einer Reise in Peru. Und das war eine unheimlich beeindruckende Sache. Da sind nicht die besten Fotos, die ich gemacht habe, bei rumgekommen. Aber es hat mich schon sehr beeindruckt, weil man in einen komplett anderen Kosmos geschmissen wird. Also gerade so in Bezug auf Armut, Reichtum, auf Menschen, wie sie auf einen zugehen, wo man sich vielleicht auch mal vorsehen muss und wie man selber damit umgeht, in einem Land zu sein, wo man sich vielleicht nicht hundertprozentig sicher oder wohl fühlt oder sowas. Es hat mich aber insofern, also es würde ich mal sagen, ist so meine extremste Begegnung mit einem nicht westlich, was heißt nicht westlich, aber nicht wie sagt man, dem globalen Norden, ja, so europäisch globaler Norden entsprechenden Lebenskultur oder Lebensweise. Es hat mich aber insofern nicht abgeschreckt. Also es ist schon eine Sache, ich würde jetzt nicht vielleicht in die allerkrassesten Gegenden fahren, aber ich bin durchaus auch interessiert geworden, mehr auch Länder zu erkunden, würde ich sagen, die nicht ganz so einfach zu bereisen sind. Trotzdem muss ich fairerweise sagen, ich bin im letzten Jahr halt auch nochmal in den USA gewesen, 3 Wochen mit einem Auto, einfach im Auto gecampt. Und wenn du halt so als Fotograf unterwegs bist, hast du deinen Fotorucksack mit teurem Equipment und du läufst durch ein Land wie Peru, dann ist das schon stressiger, als wenn du in den USA irgendwo im Nationalpark campst und einfach das Gefühl hast, oh, ich kann jetzt hier mich einfach vors Auto setzen oder kann auch mal ein paar Meter gehen, ohne mir irgendwie einen Kopf zu machen, dass mich jemand
potenziell überfällt oder vielleicht irgendwas klaut oder so. Ja, ist vielleicht auch nur eine, auch nur eine persönliche Sichtweise, ist vielleicht gar nicht immer so berechtigt, weil ich hatte in Peru jetzt nirgendwo das Gefühl, es ist irgendwie gefährlich. Trotzdem ist es ja so eine psychologische Sache. Ja, also ich kann es mir total gut vorstellen. Also ich, ja, so Peru oder so kenne ich jetzt nicht, aber ich kann mich da, glaube ich, ganz gut reindenken, weil das kriegt mir aus dem Kopf trotzdem nicht raus, die Überlegung und was ist, wenn eigentlich was passiert. Genau. Die USA-Reise, als du da mit dem, du warst ja mit dem Mietwagen da unterwegs und genau. hast ja gerade das Camping angesprochen. Ja. Hast du ja auch in deinem Video ganz gut erklärt, irgendwie, ach, heute gehe ich hier auch vom Platz nicht mehr runter oder so, ne, sondern ich bleib jetzt erstmal genau. hier. Ist das sonst auch eine übliche Reise von dir? Also dann mit dem Mietwagen und dann campen oder wie bist du so untergebracht bei den Reisen? Auf eine übliche Art und Weise ist es eigentlich nicht. Also ich habe, wir waren, wie schon gesagt, als Kind war ich in Frankreich oft, da haben wir auch gezeltet. Also mir ist so das Thema Camping ist mir nicht fern. Aber es hat sich über so über die letzten Jahre hat sich das nee, habe ich das nicht mehr so viel gemacht. Und dann kam halt irgendwann Corona und dann hatte ich so ein Zeitfenster abgepasst und bin nach Norwegen gefahren und habe ich einfach nur mir ein Zelt gekauft, habe das Zelt hinten reingeschmissen, habe eine Fähre gebucht und habe mich treiben lassen, weil ich halt nicht wusste, ne, kann ich die Reise überhaupt antreten, klappt das alles, wird das ist das Land vielleicht vorher wieder zu und so weiter. Und das hat mir eigentlich gut gefallen. Da hatte ich auch relativ gutes Wetter. So, also ich meine, wenn man einen Campingurlaub macht, man hat 3 Wochen halt nur Regen, ist es natürlich, macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Kann man sich im Moment gar nicht vorstellen, ne? Nur Regen. Ja, also bei so einem Sommer jetzt über den haben, boah, nee, also im Zelt zumindest nicht. Also das macht dann, da wird ja irgendwann, wirst ja nicht mehr trocken. Ja, genau. Und es ist aber schon eine schöne Art zu reisen. Wenn das Wetter mitspielt, in den USA hat es definitiv mitgespielt, ist es eine schöne Art zu reisen, weil du bist zum einen nah an der Natur. Die haben tolle Campgrounds und im Unterschied zu, also ich will jetzt nicht die deutschen Campingplätze verurteilen, weil so gut kenne ich sie nicht, aber du hast halt meistens irgendwie einen Platz und dann siehst du, ach, da hinten ist doch mal der Nachbar. Ja. Und du hast dann Picknicktisch und hast richtig Platz für dich. Ja. Und kannst dich ausbreiten und hast nicht so dieses Gefühl, du bist wie in einer Konservendose irgendwie nebeneinander. Ja. Und dann macht's Spaß. Also dann abends sich ein Feuerchen anzumachen, da nochmal irgendwie, nachdem man einen erfolgreichen Wander- oder Fotografietag hat, einfach nochmal am Lagerfeuer zu sitzen, nochmal ein paar Bilder zu gucken oder einfach nur die Sterne zu genießen. Ja. Das macht schon Spaß. Also ist eine Sache, die ich definitiv weitermachen werde. Also ich bin jetzt dieses Jahr nochmal in den USA drüben. Mhm. Wieder auf die gleiche Art und Weise. Diesmal allerdings mit einem Kumpel zusammen. Der macht das genauso wie ich. Also wir haben dann quasi 2 SUVs, schmeißen eine Matratze hinten rein und cool. Und pennen dann da drin. Aber jetzt bei einer Reise wie nach Patagonien oder so würde ich das nicht machen. Also zumindest nicht beim ersten Mal. Also da gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, wie sich ein Campmobil zu mieten oder sowas. Aber da würde ich wirklich in Guesthouses gehen oder in Hotels oder was auch immer. Also da bin ich eigentlich offen. Man muss dazu sagen, vielleicht ist es auch so eine Sache, durch die ganze Preisentwicklung ist USA im letzten Jahr halt so immens teuer geworden, dass wirklich Motels, die früher, ich sag mal, $70 gekostet haben und nichts Dolles waren, plötzlich $140 kosten. Wenn man dann alleine reist, dann merkt man schon irgendwann, oh, okay, das wird jetzt nicht mehr lustig. Und dann habe ich gedacht, ich wollte das eh immer mal machen, so eine Drauf-Los-Fahrtour, also ohne alles genau akribisch zu planen. Weil sonst habe ich eigentlich immer jede Nacht vorgebucht und habe es sehr, sehr genossen. Also wie gesagt, würde ich in Ländern, in denen ich mich auskenne und wo es vom Wetter her sinnig ist, würde ich es wieder machen. Ist ja auch nochmal ein anderer Faktor von Freiheit sozusagen. Genau. Ne? Ich meine, du bist genau. ja sowieso da im Rahmen deines Hobbys unterwegs und also sehr hochwertiges Hobby sozusagen, was, wenn man die Ergebnisse anguckt, die bei rauskommen und dann zusätzlich nochmal dieses Gefühl von Freiheit zu haben und Unabhängigkeit. Das kann ich gut verstehen. Ich selber habe ein Wohnmobil und kann das bestätigen, was du zu den Campingplätzen sagst. So, also ich meine, es ist natürlich spätestens jetzt mit Corona, nach Corona nochmal voller geworden. Macht das schon sehr lange und kann mich an Zeiten erinnern, als du die Plätze noch nicht wirklich vorbuchen musstest. Das ist schwieriger geworden in der Zwischenzeit, also in Deutschland zumindest. Und von daher hatte ich das ja ganz gut vor Augen gerade, als du beschrieben hast, wie weitläufig diese Campgrounds auch sein können. Ja, schön. Ja, ich meine, Thema Freiheit, da hat sich in der Tat, glaube ich, wirklich viel getan. Also das ist natürlich so eine Sache, also gerade auch in den USA, wenn du in der Hauptsaison unterwegs bist, dann musst du halt auch ein halbes Jahr im Voraus selbst deinen Zeltplatz buchen. Okay. Ne?
jetzt, ich bin nie in der Hauptsaison unterwegs, weil ich das fotografisch uninteressant finde. Also ich bin halt wirklich ein absoluter Fan von Herbstfarben. Ja, gerade verstehe ich. In den Regionen, wo es irgendwie, wo das Sinn ergibt, wo halt wirklich viel Verfärbung ist. Und dann bin ich irgendwann zwischen September und Ende Oktober unterwegs. Und dann ist es meistens, dann sind entweder Zeltplätze schon oder Campingplätze schon zu. Mhm. Oder die, die sonst reservierbar sind, sind halt irgendwie nach diesem First-Come-First-Serve-Prinzip. Das heißt, wenn du dann nicht vielleicht abends erst um 5 da hinkommst, sondern vielleicht mittags um 2 schon da bist, dann hast du eigentlich kein Problem, irgendwie was zu kriegen. Dann hast du dieses Freiheitsgefühl. Aber wenn du halt wirklich in der Hauptsaison darauf angewiesen bist vielleicht und dann mit dem Wohnmobil, ja, dann musst du ja doch deinen Urlaub komplett durchbuchen. Okay, und ja, dann ist er durchgeplant. Boah, ja. Dann ist es halt, dann kann ich, klar, dann kann ich auch ins Hotel gehen, wobei es natürlich auch ein anderes Lebensgefühl ist, ne? Ob ja, man jetzt Hotel stimmt. hat oder abends am Lagerfeuer sitzt. Ja. Wie machst du das denn technisch so? Also hast du genug Powerbanks dabei, um auch Akkus wieder zu laden? Und sicherst du deine Fotos sozusagen auch auf Festplatten? Oder wie machst du das praktisch damit? Ja, ich hatte 2 Powerbanks mit. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eine davon 2-mal benutzt, weil ich eigentlich, ich habe so einen USB-C Ladeadapter für den Kfz, wie sagt man, den Zigarettenanzünder, genau. Mhm. USB-C mit Power Delivery, also wo man halt dann eine Drohne oder einen Laptop, ich habe alles bei mir auf USB bzw. USB-C umgestellt. Ich habe nichts mehr, was ich mit 220 oder 110 Volt laden muss. Also ja, alles cool. USB, ja. Kamera, Akkus, Drohne, Laptop komplett. Ja, und dann kann ich das eigentlich darüber ohne Probleme laden. Und Kamera hält meistens über den Tag und abends. Also ich habe es dann im Auto eigentlich. Immer wenn ich im Auto bin, das Erste, was ich mache, irgendwas laden. Ja. Wo auch immer ich hinfahre. Und da bin ich eigentlich gut mit gefahren. Wenn man natürlich jetzt lange an einem Ort ist und sich nicht viel bewegt, dann muss man mal gucken, ob man entweder einen Platz mit Strom bekommt oder ob man halt wirklich die Powerbank dann aussaugt oder ob man sich mal in einen Diner oder irgendwo hinsetzt und einfach mal 2-3 Stunden irgendwie was am Laptop macht und währenddessen irgendwo in der Steckdose was lädt. Ja, stimmt. Aber so. Du hast für dich offenbar so eine Routine entwickelt, ne? Gleich rein ins Auto und dann laden. Ich meine, dann ist man ja. Da hängen eigentlich die Kabel, hängt eigentlich alles schon bereit. Ich habe cool. auch immer alles doppelt mit. Also ich habe immer ein Kabel für im Auto und ein Kabel nochmal irgendwie für im Hotel. Mhm. Oder wenn man mal im Hotel zwischendurch ist oder, ne, also das alles quasi, dass man da nicht noch irgendwie nach Kabeln suchen muss. Es hängt eigentlich alles drin, muss man nur anstöpseln und dann geht es auch. Weil sobald man das vergisst, dann hast du irgendwann bist du so einen Tag hinterher und dann musst du nachladen, dann hast du ein Problem. Das wird doof, ja. Verstehe. Das ist so wie mit dem Datensichern. Da versuche ich eigentlich auch jeden Abend die Daten einmal zu sichern, weil sobald du das mal einen Abend nicht machst, was mir auch schon passiert ist, also gerade in einem Motel, irgendwie, wenn man einen langen Fahrtag hatte und dann eben keine Lust hatte, im Auto zu pennen, dann habe ich mir mal ein Motel gegönnt und dann. Keine Ahnung, legst dir die Füße hoch, holst dir was zu essen, machst vielleicht einen Fernseher an, dann bist du geschafft und dann pennst du irgendwann über die Sachen ein. Mhm. Und dann hast du so einen Tag kopieren nicht gemacht und dann musst du es am nächsten Tag doppelt machen, dann dauert es doppelt so lange. Ja. Weil da kommt ja auch einiges an Daten zustande. Ne? Also da muss man wirklich versuchen, immer, ich sag mal, Herr der Lage zu bleiben, wenn es dir klappt. Es ist, finde ich, sowieso ist so eine Disziplinsache, ne? Das geht einem, also mir zumindest zu Hause oft auch so, dass ich denke, also am besten geht es mir mal damit, wenn ich weiß, Kamera, Rucksack ist vorbereitet, Akkus sind voll soweit und also im Prinzip könnte ich loslegen und wenn ich eine Sache vergesse, dann werde ich selber schon hektisch und das nimmt schon, also für mich zumindest einen Teil der Freude vorweg schon wieder irgendwie. Ja, das stimmt schon. Also Vorbereitung ist da wirklich alles. Ja. Keine Frage. Du kommst ja jetzt viel rum auf der ganzen Welt und hast ja auch beeindruckende Spots, die du da fotografierst. Ich habe mich gefragt, hast du eigentlich auch mal irgendwann bewusst auf ein Foto verzichtet, weil das für dich da gerade, hört sich jetzt ein bisschen hochgegriffen an, moralisch oder ethisch, also aus irgendwelchen Gründen nicht vertretbar war, da weiter an den Spot ranzugehen oder dieses Foto nicht zu machen? Gab es mal so eine Situation? Das ist eine gute Frage. Da müsste ich echt drüber nachdenken. Also moralisch nicht vertretbar. Es gibt natürlich so diese üblichen Sachen, dass man irgendwo einen Zaun hat, eine Abtrennung oder sowas. Hm. Man weiß, man muss da jetzt drüber steigen, um das Foto zu machen, sonst wird's nichts. Hm. Die Situation hat man immer mal wieder.
Da würde ich sagen, da wäge ich ab. Ist es wirklich eine Sache, die der eigenen Sicherheit dient? Dann würde ich das vielleicht übergehen, wenn keine anderen Leute da sind. Also, dass man da nicht irgendwie ein schlechtes Vorbild ist. Verstehe. Wenn es eine Sache ist, die darum, dem dient, dass man die Natur nicht platt tritt oder irgendwas kaputt macht, würde ich mich da dran halten. Also das wäre schon so eine moralische Sache, wo ich sage, für mein Foto, ich bin nicht so egoistisch und mache den anderen Leuten die Natur kaputt für mein Foto. Ja, finde ich gut. Also so verstehe ich, was ja. du meinst. Ich glaube, aber ich bin natürlich nicht frei von Fehlern. Ne? Ich mache auch, gut. Ich steige auch mal über den Zaun. Also so ist es nicht. Aber wie gesagt, dann halt eher aus Gründen, wo ich sage, kann ich vertreten moralisch. Ja. Das muss ja auch jeder für sich selber beurteilen, wie weit man geht so. Aber was ich total cool finde gerade ist, dass du das so reflektiert auch sagst, ja, ich mache auch mal Schritte, die nicht okay sind, aber wenn ich es zur eigenen Sicherheit vertreten kann, dann mache ich es. Also wird wahrscheinlich auch nicht jeder so offen sagen, finde ich stark gerade. Ja. Ja, es sind halt so Dinge, die man mit den Jahren irgendwie merkt. Also das ist auch so Thema Drohne fliegen zum Beispiel. Ne? Also als ich angefangen habe mit Drohne fliegen vor vielen Jahren, da war ich extrem ängstlich, was alle Sachen angeht. Ja. Da habe ich mich an alles 100%ig gehalten und dachte, wenn ich jetzt eine falsche Sache mache, dann wirst du verhaftet, so ungefähr, jetzt übertrieben gesagt. Ne? Aber es gibt halt auch wirklich so viele Situationen, wo man, ich sag mal, wo man mal fünf gerade sein lassen kann. Ohne, dass ich das jetzt sage, sollte man tun. Aber wo man einfach sagt, okay, das ist jetzt gerade, du gefährdest niemanden, du machst die Natur nicht irgendwie beeinflusst die nicht. Da ist jetzt vielleicht gerade irgendwie nur eine willkürliche Grenze oder was auch immer. Es stört keinen, du bist kein falsches Vorbild oder was auch immer. Wobei, ja, Drohne ist immer noch so ein Spezialfall. Also, ja, ich habe keine und sehe das auch sehr, sehr zwiegespalten, dieses Thema. Also ich gucke mir die Aufnahmen gerne an, so, und ohne die Drohnen würden bestimmte Aufnahmen einfach nicht gehen und das ist ja auch sehr beeindruckend. Meine Erfahrung beschränkt sich aber da wirklich hier auf meine Harzregion und gerade Nationalpark, da ist Drohne fliegen nun mal verboten und ich kriege auch mit, wie laut Drohnen sind, ne, wenn du die in der Brutzeit fliegst oder auch andere Vögel sind verschreckt. Aber das ist ja vielleicht auch eine gute Grenze, dann zu sagen, also wie du es gerade schon formuliert hast, ne? Also wenn Natur in Mitleidenschaft bezogen wird, dann machst du es nicht. Und sonst, naja, sucht man sich den Weg, wenn man es vertreten kann. Ja. Also wo du jetzt gerade zum Beispiel den Harz ansprichst, ne? Nationalpark, finde ich, ist so eine Sache, da weiß jeder, der Drohnen fliegt, weiß, es ist nicht erlaubt. Ja. Dann mache ich das doch auch nicht. Also da kann ich da auch nicht sagen, ja, wusste ich nicht. Dann gibt's aber so Sachen, wie du bist irgendwo an der Küste oder so, wo man dann sich fragt, warum darf man jetzt über die Küste nicht fliegen, weil es vielleicht kein Naturschutzgebiet ist, aber weil irgendwie die Küstenregion allgemein Bundeswasserstraße ist. Solche Geschichten. Ja, verstehe. Da würde ich dann sagen, ja, sehe ich vielleicht nicht so eng, aber klar, beim Nationalpark, beim Naturpark ist, glaube ich, so eine Untergruppe, ne? Da ist, glaube ich, nicht ganz klar, wie das da immer ist. Beim Nationalpark ist ja, glaube ich, alle in Deutschland überall verboten. Genau, also Naturpark kann nochmal eine andere Schutzkategorie beinhalten, sozusagen, und dann kann das eben ja auch in Teilen dann verboten sein. Ne? Oder man muss halt den Weg gehen, man holt sich eine offizielle Genehmigung. Gibt sicherlich auch die Möglichkeit, aber ja. Ja, wobei die Regelungen ich kenne es jetzt von Nationalparken, zu Recht sehr hoch sind oder die Beschränkungen und eigentlich kaum möglich sind. So. Also zumindest nicht für diesen allgemeinen Gebrauch oder so. Wenn es brennt und die Feuerwehr lässt eine Drohne steigen, ist das ein anderer Sachverhalt, logischerweise. Genau. Ne? Genau. Ja, also ist spannend. Drohne, um nochmal kurz aufs Thema Drohne einzugehen, also ich bin Drohnen nutze ich halt gerne für die YouTube-Videos, weil es halt eine schöne Möglichkeit gibt, einfach kurz zu zeigen, wo man ist, einfach das Video einzuleiten oder sowas. Aber so dieses exzessive Drohnefliegen mache ich zum Beispiel auch nicht. Also Beispiel letztes Jahr, zum Beispiel USA hat ja auch das Problem, die Situation mit den Nationalparks. Darfst du nicht fliegen und da würde ich mich auf gar keinen Fall drüber hinwegsetzen, weil die Amerikaner sind da richtig rigoros. Und dann war ich im Grand Teton National Park und habe so gedacht, boah, es wäre schön, wenn du irgendwie trotzdem einen kleinen Drohnenflug hinkriegst. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Punkt gesucht, genau außerhalb der Nationalparkgrenze, wo so, ich sag mal, so ein 500 bis 1000 Meter entfernt, habe einen kleinen Flug gemacht, der maximal bis zur Grenze ging, wo man mal sehen konnte, im Hintergrund sind die Berge vom Grand Teton.
reichte mir für mein Video aus. War ich safe? Muss ich nicht irgendwie illegal irgendwelche komischen Sachen machen? Würde ich wahrscheinlich im Harz auch machen, wenn es da irgendwo die Möglichkeit gibt, von außen in einen Bereich, wo es eben nicht innerhalb des Parks ist, aber man hat so eine Einleitung, machst einen kurzen Flug, fertig. Geht ja häufig auch, ne? Also. Ich glaube, wenn einfach der Großteil der Drohnenpiloten, wie gesagt, ich gehöre nicht dazu, deshalb ist es ein bisschen oberflächlich vielleicht gerade, aber wenn ein Großteil das genauso handhaben würde und sich bewusster machen würde, was kann ich machen oder was kann ich nicht machen oder was kann ich vertreten und was geht wirklich nicht, dann hätten wir viele Probleme vielleicht auch nicht. Aber während ich das sage, ist es vielleicht auch Quatsch, vielleicht ist es auch nur ein kleiner Teil und man projiziert das wieder auf eine große Masse, ist ja oft so, weißt du? Das ist schwer zu sagen, genau. Es ist, wahrscheinlich ist es ein kleinerer Teil, der es für viele Leute dann problematisch macht. Wie so oft, ne? Ja. Ja. wenn du jetzt auf der ganzen Welt irgendwie unterwegs bist, man muss ja nicht unbedingt weit weg. Also ich habe gesehen, du bist ja auch in Deutschland unterwegs oder hast auch da gefilmt, fotografiert. Gibt es denn in Deutschland für dich so Ecken, die du bevorzugst oder wo du merkst, da zieht es dich gerne hin? Eigentlich habe ich so in den letzten Jahren gemerkt, immer wieder der Osten, also die neuen Bundesländer. Ja. Da gibt es irgendwie immer noch so ein bisschen mehr zu entdecken als das Übliche, was man sonst so kennt. Und ich, wie vorhin schon gesagt, ich bin ja gerne im Herbst unterwegs und irgendwie habe ich das Gefühl, in den, sei es Thüringen, Brandenburg oder sonst wo, gibt es einfach auch tolle Laubwälder. Das ist dann vielleicht nicht immer die spektakulärste Berglandschaft wie in den Alpen. Aber es ist trotzdem irgendwie, zum einen ist es nicht so überlaufen, zum anderen sind die Leute eigentlich immer sehr freundlich, denen man so begegnet. Ja. Also es ist so ein bisschen, es ist mal schwer genau einzuschätzen. Ich war auch oft in Osteuropa unterwegs, in Polen, in Litauen, Lettland, Baltikum. Die sind alles Länder, die mich irgendwie begeistert haben. Ich kann das gar nicht sagen, warum. Vielleicht, weil es so ein bisschen noch, weil es noch nicht so ausentwickelt ist, weil vielleicht noch ein bisschen, weil man so ein bisschen noch so dieses Gefühl hat, hier entsteht noch was, das ist noch im Kommen und irgendwie hat das so ein anderes Gefühl, als wenn du jetzt ins tiefste Bayern fährst. Nichts gegen Bayern, ist wunderschön, aber da ist so alles schon so fertig. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Also ich finde nicht, dass das irgendwie arrogant oder abgehoben klingt, sondern ich würde es, glaube ich, genauso beschreiben. Es ist irgendwie, also viele Ecken noch ursprünglicher und dadurch wirkt es für mich oft authentischer, würde ich sogar sagen. Also die Leute sind noch mehr im Leben drin und mit ihrer Umgebung, also verwurzelter. Ich glaube, das macht's so für mich aus. Ja, kann gut sein. Und es ist einfach auch schön. Also die schönsten Küstenregionen meiner Meinung nach haben wir an der Ostsee, so zwischen Rostock und was ist das da oben? Greifswald, die Ecke. Also ich sag mal, das und diese ganzen Bereiche ist einfach traumhaft. Wirklich das traumhaft. Stimmt. Ja, den das finde ich auch wirklich großartig. Oh, wirklich toll. Also es hat mich so, wann war ich da vor 2 Jahren, glaube ich? Es hat mich so umgehauen. Also dieser Weststrand, der hat mich so begeistert, aber auch einfach, bin da diese Wanderung da zum Darßer Ort, habe ich gemacht. Ja. Das ist alles nicht spektakulär, aber es ist einfach schön und ruhig und das ist wirklich noch wirklich Natur. Das ist nicht alles klar, dann Zingst ist auch Bau an Bau, ne? Aber trotzdem ist es irgendwie noch was anderes. Ja, ich finde so gerade der Dars, der hat natürlich auch im Herbst so seinen Reiz, ne? Wenn die Laubwälder sich dann auch verfärben und dann kannst du überlegen, also morgens bist du dann eher Richtung Darßer Ort und kriegst was von der Hirschbrunft mit. Du kannst die fotografieren und nachmittags gehst du halt zur Meiningenbrücke bei Zingst und guckst dir den Abendeinflug der Kraniche an oder fotografierst den. Also finde ich eine spannende Naturregion auch. Ja. Ja, definitiv. Vor allen Dingen für jemanden wie mich, der hier ich komme nicht vom Ruhrgebiet, aber vom Rande des Ruhrgebiets, wo eigentlich doch, der Niederrhein ist auch so ein bisschen Natur noch, aber es ist halt nicht vergleichbar. Es ist dann doch alles dichter und sind einfach mehr Menschen. Und wenn mal irgendwo was naturmäßig schön ist, dann kommen die Leute aus dem Ruhrgebiet auch dahin. Dann hast du doch wieder so dieses überlaufene Gefühl häufig. Deswegen, da ist es irgendwie alles noch ein bisschen anders. Harz ist auch schön, also war ich auch schon ein paar Mal, hat mir auch gut gefallen. Also was im Harz sich natürlich rasant verändert hat, ist so das Landschaftsbild, ne, mit der absterbenden Fichte. In den letzten Jahren, also weiß nicht, wann das letzte Mal
da warst, wenn es schon ein paar Jahre her ist, wirst du viele Ecken nicht wiedererkennen. Okay. Das ja, wir sind mit der Brockenbahn auf den Brocken gefahren, bei übelsten, useligsten Wetter. Also oben war Schnee und so. Ja. Haben nichts gesehen, aber es war trotzdem ein Erlebnis. Und zwischendurch fuhr man halt durch diese Waldregion, die so ein bisschen apokalyptisch aussehen. Aber man sieht halt auch wirklich, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, aber das ist ja so eine Naturlandschaft, die richtig im Wandel ist, ne? Man sieht ja wirklich, wie die kleinen Bäume sich da durchkämpfen. Und es ist eigentlich, wenn man es auf den ersten Blick denkt man, oh, wie schlimm, auf den zweiten Blick, wenn man sich damit, was heißt befasst, habe ich jetzt nicht, aber zumindest, wenn man es versucht zu verstehen, dann merkt man, okay, hier, krass, hier entsteht gerade was, hier entsteht gerade Natur. Oder sehe ich das falsch? Besser kann man es nicht ausdrücken. Es ist genau so. Also es entsteht gerade Natur. Also die großen Fichtenwälder, die jetzt abgestorben sind, die haben natürlich eine kulturhistorische Vergangenheit. Sie wurden gepflanzt vom Menschen so. Ne? Also ich meine, das kann man heute nicht verurteilen, weil das war damals wirtschaftliche Not. So, man brauchte schnell wieder Holz. Ja, und die sind natürlich kalamitätsanfällig so. Und die sterben natürlich jetzt nach und nach ab durch die Trockenheit, durch den Borkenkäfer. Mhm. Aber es ist genauso, wie du es gerade gesagt hast. Es kommen neue Bäume nach und dadurch entsteht Natur. Also es entsteht eine neue Wildnis. Und das mitten in Deutschland. Das ist richtig, das ist wirklich so eine, wie du schon sagst, eine Wildnis. Das ist nichts Menschgemachtes. Genau. Das finde ich spannend. Wenn du fotografierst, also so deine Bilder vorbereitest oder dich irgendwo aufbaust an einem Punkt, was ist dir besonders wichtig? Ist die Komposition, sind es die Farben, ist eine Mischung da draus oder kann man das gar nicht so sagen oder so festlegen, was besonders wichtig ist? Ja, natürlich sind die Farben, also ich bin schon ein Lichtfreund, also ich versuche natürlich schon zur möglichst besten Tageszeit oder zur besten Lichtstimmung an einem Ort zu sein. Das muss ja nicht immer Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sein, das kann ja auch je nach bei einem Wasserfall oder so kann es ja auch mal einfach ein bedeckter Tag sein oder so, wo man das vielleicht haben will. Also das ist mir schon wichtig. Komposition finde ich aber auch immer relevanter, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe lieber eine gute Komposition bei schlechtem Licht als umgekehrt. Das ist eine spannende Überlegung. Würde ich vielleicht jetzt schon wieder revidieren. Aber es gibt sicherlich Spots, wo die Komposition wichtiger ist als das Licht. Und es gibt Spots, die sind eher langweilig, aber die sind halt, also so der typische Aussichtspunkt, ne, wo man irgendwie in die Ferne guckt, wo man als Mensch da steht und denkt so, boah, wie toll. Ist ja in den seltensten Fällen ein richtig gutes Foto, weil du hast dann irgendwie einfach nur eine tolle Entfernung. Mhm. Aber wenn du natürlich dann den übertollen Sonnenuntergang hast, mit den tollsten Wolken, dann macht's einen fotografisch langweiligen Spot, macht's den natürlich schon möglicherweise zu einem richtig guten Bild. Das ist nicht aber wenn du vielleicht irgendwie ein Waldmotiv hast oder so, einen schönen Baum, klar, dann hast du natürlich vielleicht andere Vorstellungen, hast vielleicht die Vorstellung, du willst Nebel haben oder so. Mhm. Das ist wirklich schwer zu sagen. Es hängt sehr davon ab, wo man ist und was man vorhat und welcher Stimmung man auch ist, würde ich sagen. Wie meinst du das mit welcher Stimmung? Also ich meine, ich habe einen Verdacht oder so, aber erklär mal ein bisschen, hängt davon ab, in welcher Stimmung man so ist. Ja, wie soll ich das erklären? Ich finde, Fotografie ist manchmal auch so ein bisschen auch so eine Laune-Sache, also wie man gelaunt ist, wenn man irgendwie wenn man vielleicht so ein bisschen, gerade im Herbst, wenn es ein bisschen trüber ist und so, dann glaube ich, bin ich gar nicht so scharf darauf, irgendwo einen tollen Sonnenuntergang zu haben, sondern dann freue ich mich, wenn es irgendwie, wenn man eh schon so ein bisschen, wenn alles so ein bisschen ruhiger ist, vielleicht man, ich will nicht sagen, man ein bisschen depressiver ist, aber vielleicht ein bisschen melancholischer ist. Melancholischer, genau. Mhm. Ja, dann freue ich mich, glaube ich, über Nebel und irgendwie einen Baum im Nebel, der vielleicht eine bisschen gruselig melancholische Stimmung hat. Aber wenn ich jetzt vielleicht irgendwo in einer Wüstenregion bin, in den USA, hab tollsten Sonnenschein, bin eh gut drauf, hab den ganzen Tag im Auto irgendwie belebende Musik gehört, dann habe ich natürlich wahrscheinlich eher Lust auf einen bombastischen Sonnenuntergang, irgendwas, was einem richtig anspringt, wo man so ein Aha-Erlebnis. So weniger so das kleine Intime. Das meine ich so mit Stimmung. Ja, das ist ja, das koppelt sich so gegen manchmal, ne? Also
ich merke das bei mir, das kann sich auch ein bisschen verstärken. Also dann gebe ich mich auch gern dieser Stimmung hin, auch wenn es melancholische Stimmung ist. Ja. Dann, das öffnet so ein bisschen Kreativität, finde ich immer so ein bisschen. Und dann guckt man auch mal mit neuen Augen wieder drauf oder mit anderen Augen. Genau, vor allem, wenn man dann einmal da drin ist in diesem Modus, dann ist man da vielleicht auch, dann sucht man auch nach immer mehr in der Form. Also gerade bei Nebel. Nebel ist eine Sache, finde ich, so morgens Nebel ist was, was süchtig macht. Dann, dann hat man das erste Foto und dann, boah, was gibt's noch mit Nebel? Ich will noch, boah, da kommt die Sonne durch. Aber hier noch Nebel, boah. Und dann, ja, dann hier noch und da noch und noch den Grashalm und noch genau, den Baumstamm und was auch immer. Weil es so einfach ist, tolle Bilder zu machen, dann finde ich, beim Nebel, weil alles irgendwie geheimnisvoll aussieht. Genau, sieht, und man ist halt auch in dieser Stimmung drin. Also genau. So geht es mir zumindest. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, ich finde, morgens fotografieren ist auch mal noch eine ganz andere Sache als abends. Mhm. Also so rein vom Licht her ist es ein bisschen anders, ist ein bisschen kühler, aber man ist anders drauf. Man ist entweder, also im Urlaub bin ich immer, oder was heißt im Urlaub, in so einer Fotoreise bin ich eigentlich immer in diesem, ich nenne das immer Fotografen-Jetlag. Das heißt, wenn ich irgendwo weiter wegfliege, dann gehe ich gar nicht in dieses normale Tag- und Nacht-Prinzip rein, wie man das hier kennt. Also, keine Ahnung, bis 8 Uhr am Wochenende oder 9 Uhr pennen und dann bis abends 11, sondern gehe ich halt direkt in diesen Modus. Ja, morgens 6 Uhr will ich wach sein. Das heißt, ich gehe abends um 9, halb 10, versuche ich zu pennen. Mhm. Und dann bleibe ich auch in diesem Modus. Und dann macht es mir auch eigentlich gar nichts auf, wenn morgens, dann bin ich meistens morgens um 6 Uhr eh wach, da muss gar nicht der Wecker schellen. Mhm. Und dann so diese Sache, man steht auf, man fährt vielleicht irgendwo hin zum Spot oder läuft irgendwo hin. Es ist noch dunkel, du bist anders drauf, als wenn du schon einen Tag hinter dir hast. Du hast eine andere Art von Vorfreude, eine Erwartungshaltung. Und das, ja, das ist halt eine Sache, die dann mit Nebel, finde ich, immer sehr gut irgendwie einhergeht. Zum einen, weil du natürlich Nebel fast immer nur morgens hast, wenn. Ja. Aber du hast halt dieses, ja, du siehst noch nicht alles. Wie soll ich sagen? Also dieses, irgendwas taucht auf, irgendwas wird mehr, es war dunkel, es wird langsam hell und so weiter. Es ist Nebel, irgendwas taucht aus dem Nebel auf. Das ist so dieses, auch die eigene Erwartungshaltung. Während wenn du irgendwie abends einen Sonnenuntergang hast, dann ist es eigentlich eher so ein, oh ja, wir haben jetzt einen Tag gehabt, den beenden wir, den krönen wir in Anführungsstrichen noch mit einem schönen Sonnenuntergang, wenn es sich denn ergibt. Da ist man bei einer anderen, da ist man anders drauf. Da hat man den Tag schon verlebt. Finde ich total gut, was du beschrieben hast. Meine. Total, weil selbst wenn man morgens, also ich gebe zu, morgens, wenn ich morgens mal rausgehe, ich bin schon erstmal auch ziemlich müde. So, aber ich werde dann ich sehr. Bin hier auch. Also bin ich hier im Alltag, bin ich das definitiv auch. Aber man wird auch sehr schnell wach, wenn man dann die Situation vor Ort hat, dass so wie du es beschrieben hast, die Dinge tauchen plötzlich auf, man ist neugierig, man weiß nicht so richtig, ist es jetzt ein Baum oder. Was ist das da hinten noch im Weg? Eigentlich könnte es noch ein Tier sein. Also man ist ja auch gespannt, wirklich, wie dieser Tag dann in Gang kommt. Ja, genau. Ja. Definitiv. Deswegen mag ich Sonnenaufgänge eigentlich, wenn ich ehrlich bin, zumindest im Urlaub lieber als Sonnenuntergänge. Ja, zu Hause ich. Nicht. Zu Hause habe ich, also zumindest am Wochenende, wenn ich eine Arbeitswoche habe, da ist es schon, das ist dann schon Überwindung, ne? Ja, verstehe ich. Ja. Wie machst du das? Also, was ist dir wichtiger, dein Foto oder Film machen? Oder kriegst du es hin, beides gleichwertig zu machen? Also, wichtiger, was das Licht angeht, ist immer das Foto. Weil ich sagen würde, ein Film lebt von anderen Dingen als ein Foto. Also klar, natürlich vom Bildausschnitt, aber es lebt halt auch vom Schnitt, von der Musik, von der Erzählung. Natürlich ist ein Video bei möglichst tollem Licht auch besonders schön und habe ich auch lieber als bei nicht so tollem Licht, aber ich versuche immer, das Foto bei dem optimalsten Licht, wenn, zu machen. Und dann kann ich lieber vorher filmen oder nachher filmen. Oder wenn das Licht länger anhält, kann ich beides machen. Insofern Priorität ist immer auf dem Foto. Was ich aber gerne mache, sind Zeitraffer. Das heißt, ich stelle eigentlich eine Kamera irgendwo auf und vielleicht beim Sonnenaufgang schon vor der Dämmerung, lasse den durchlaufen, bis es hell ist. Und im idealen Fall kann ich mir sogar daraus ein Foto rausziehen. Das heißt, ich kann vielleicht während die Kamera von selber, also muss ich natürlich ergeben für das Motiv. Wenn es halt wirklich so ein, ich sag mal, einfach so ein Viewpoint ist, wo es eine offensichtliche Komposition gibt, wo man nicht so wahnsinnig viel machen kann. Dann versuche ich das mit dem Zeitraffer möglichst fotonah optimal zu machen.
Und dann macht der Zeitraffer seine Arbeit für mich und ich kann währenddessen entweder mich auf die Bank setzen und einfach die Landschaft genießen, muss dabei gar nichts machen oder kann halt nutzen und ein bisschen Video drehen, ein bisschen was dazu machen. Okay. Mhm. Ja. Und bei deinen Videos, also weiß ich, ob man es so beschreiben kann, ich empfinde es oft so, dass du auch so einen gewissen cinematischen Look da drin hast. Also kann man das so sagen? Ja, schon, oder? Kann man so sagen. Das ist so mein Anspruch, mein Stil auch, ja. Wie gelingt dir das? Also kann man das erklären so, oder ist das eine Mischung aus vielen Faktoren und auch Erfahrungen, die so zusammenkommen? Also sicherlich eine Sache von Erfahrung, keine Frage. Es gelingt, wenn es denn gelingt, würde ich sagen, am ehesten dadurch, dass ich zum einen Equipment benutze, also auf der technischen Ebene, dass ich Equipment benutze, was halt näher an einem Film kommt als an einem Video, also im klassischen Sinne, also okay, dieser Filmlook. Das heißt, ich nutze halt spiegellose Kameras, also Vollformatkameras und nutze offenblendige Objektive, dass man halt wirklich diesen Look hat mit Schärfe, Unschärfe. Generell, dass das ganze Bild einfach sauberer, schöner aussieht, als wenn man es mit dem Handy, mit einer Actioncam, mit einem Pocket oder wie sie alle heißen, filmt. Mhm. Das ist sicher alles bequemer. Also manchmal verfluche ich das auch, wenn ich dann meine Vollformatkamera zum Vloggen nutze. Aber ich habe halt dann den Effekt, dass ich halt, wenn ich was erzähle, Entschuldigung, dass ich dann den Hintergrund unscharf habe. Mhm. Und das ist für den, also da scheinen sich so ein bisschen die Geister. Ich habe da auch mit vielen Kollegen schon drüber diskutiert. Die sagen das auch immer, das sieht bei dir so cinematisch aus. Sagen dann aber auch häufig, der normale Zuschauer merkt das nicht. Ich würde dagegen halten. Ich würde sagen, es gibt sicher einige Leute, sonst würdest du mich auch nicht darauf ansprechen. Es gibt sicherlich einige Leute, die merken das. Die sehen das irgendwie, es sieht anders aus. Das sieht, das glaube ich auch, hochwertiger aus und können das aber vielleicht gar nicht feststellen. Ja. Das heißt, ich könnte das natürlich auch alles mit einer Actioncam machen, wäre für mich sicherlich einfacher. Aber es sieht hinterher irgendwo, sie haben so ein bisschen, will ich sagen, billiger aus, aber sie ist ja nicht billiger im Sinn. Aber ich verstehe, was du meinst. Sieht halt weniger cinematisch aus. So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist eigentlich, dass man, wenn man filmt, die gleichen Bedingungen oder die gleichen Regeln befolgt, wie man, wenn man ein Foto macht. Das heißt, dass man einen guten Bildausschnitt wählt, dass man nicht irgendwie filmt in die Landschaft, sondern dass man einen guten Bildausschnitt, der idealerweise sogar als Foto schon funktioniert. Also ich habe ja häufig so Szenen, wo ich die Kamera auf ein Stativ gestellt habe und dann laufe ich dran vorbei. Mhm. So, das heißt, im Endeffekt ist es ein Foto, wo jemand durchs Foto läuft. Mhm. Damit zeige ich, so ist die Landschaft und so weiter. Aber es sieht halt schon, weil ich mir vorher Gedanken gemacht habe, vielleicht über den Vordergrund oder dass es einfach auch richtig belichtet ist, dass nur das zu sehen ist, was wirklich drin sein soll, dass vielleicht der Papierkorb, der an der Seite ist, eben nicht mit drin ist. Mhm. Es sieht dann automatisch schon besser aus, als wenn man einfach irgendwie filmt. Mhm. Also auch, wie gesagt, korrekte Belichtung. Ganz häufig sehe ich bei Videos, dass der Himmel komplett ausgebrannt ist. Ja, stimmt. Weil eine Autobelichtung ist. Ja, es ist kein Vorwurf, kann man machen, aber es hat dann halt einen anderen Look. Und, ja, stimmt. Ja. Ja, also das sind so die beiden Sachen. Dann kommt natürlich hinterher noch so ein bisschen Farbbearbeitung dazu. Dann kommt natürlich auch im Gesamten, ist der Schnitt natürlich relevant, dass du halt saubere, gute Schnitte hast, dass es nicht zu lang ist, nicht zu kurz ist, dass du irgendwie nicht hin und her schwenkst, sondern dass es alles irgendwie so aus einem Guss wirkt. Dass die Musik passend und stimmig ist, dass ich nicht irgendwie, wenn ich zum Spot laufe, keine Ahnung, ein Elektro-Upbeat habe, danach habe ich orchestral irgendwas und auf dem Rückweg habe ich noch einen Song. Kann man auch alles machen, hat aber sicherlich auch eine andere Wirkung, würde ich sagen, für den Zuschauer. Und dieser Punkt, an dem du jetzt bist, hast du dir das komplett selber im Laufe der Jahre angeeignet oder wie bist du jetzt dahin gekommen? Ja, ich habe mir das schon, würde ich sagen, selber angeeignet, wobei ich natürlich nicht in einer stillen Kämmerlein sitze und mir überlege, wie mache ich das, sondern bin halt, seit ich denken kann, eigentlich ein Kinofilm-Fan. Also ich habe immer Kinofilme gerne gesehen, auch im Fernsehen früher schon. Und auch mich haben halt immer toll inszenierte Sachen, also cinematisch inszenierte Sachen, ne? Sowas hat mich immer begeistert. Und das hat denke ich mal, seine Spuren hinterlassen und dann habe ich das über die Jahre immer wieder
immer wieder dran gefeilt, immer wieder geguckt, wie kommst du dahin, wie kommst du dahin. Dann gucke ich natürlich selber auch sehr viel YouTube, gucke sehr viel, was die anderen Kollegen machen, gucke viele Amerikaner auch, die da auch häufig nochmal einen anderen, wie soll ich sagen, ein anderes Augenmerk drauf geben. Also wenn ich mir Leute wie Thomas Heaton angucke zum Beispiel, der schon seit Jahren dabei ist, der aber, wenn du dir die Videos anguckst, die sind auch nicht unbedingt wahnsinnig spektakulär, aber die sind halt auch immer, der macht sich auch immer Gedanken, wenn er was filmt, was er da filmt. Und dass das Ganze stimmig ist. Das ist, ja, also so Sachen, da guckt man sich natürlich dann das eine oder andere auch mal ab. Ne? Also so die Sache, ich stelle eine Kamera auf ein Stativ und laufe durchs Bild, das habe ich nicht erfunden, das habe ich mir auch nicht selber überlegt. Das habe ich auch wahrscheinlich bei Leuten wie Thomas Heaton und Co. Ja. Zum ersten Mal gesehen. Weil es eigentlich, wenn man sich das, also wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die nicht YouTube machen, zum ersten Mal, dann gucken die einen immer ganz komisch an, wie du stellst die Kamera auf, läufst dran vorbei, die musst du dann wiederholen. Ja, die muss man dann wieder hingehen. Das ist dann wohl so. Das ist dann wohl so. Das wirkt natürlich in dem Moment, ist es natürlich gestellt, wenn man ehrlich ist. Aber ja, es ist, bei mir ist jetzt in Fleisch und Blut drin, dass man sowas macht. Ja, kann ich gut nachvollziehen, ja. das war ein gutes Stichwort gerade, als du sagtest, wenn man da mit Leuten unterwegs ist, du machst das ja nicht nur für dich alleine, sondern du bietest dir auch Coachings an, habe ich gesehen, ne? Genau. Sind das so 1:1 Coachings oder sind das auch, gehst du auch mit Gruppen los oder wie machst du sowas? Also bisher sind es 1:1 Coachings. So zum richtigen Workshop-Gruppe habe ich mich noch nicht so, wie soll ich sagen, durchringen können. Will ich vielleicht auch nochmal irgendwann machen, aber erstmal so ein bisschen Erfahrung noch sammeln, weil so lange mache ich das auch noch nicht. Also ich bin eigentlich, bin ich angesprochen worden. Mehrfach jetzt von Leuten, die halt, häufig waren es Fotografen, die aber keine Filmerfahrung hatten. Die einfach sagen, ich mache die und die Fotos, würde gerne aber das ins Thema Video einsteigen. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, das ist, glaube ich, da kriegen wir in einem Tag oder einem halben Tag kriegen wir schon so ein bisschen Grundlagen hin, dass man damit starten kann. Also ich bewerbe das gar nicht so aktiv. Das ist eher wirklich, meistens kommen dann Leute auf mich zu. Ja, verstehe ich, ja. Ja, und solche Workshop-Sachen, ja, bin ich noch mit mir am Hadern. Da muss man ja wirklich, zum einen, wenn man es proaktiv macht, muss man halt wirklich ja, man muss ja dann das Konzept vorgeben. Man muss ja dann sagen, wir machen das und das. Das ist was anderes, als wenn mich jemand für ein Einzelcoaching bucht und ich mit ihm individuell besprechen kann, pass auf, wie weit bist du, wo sind deine Probleme, wo können wir ansetzen, wo ich im Zweifelsfall vielleicht auch dann sage, kam mir jetzt noch nicht vor, aber auch sagen würde, pass auf, da kann ich dir nicht weiterhelfen, wüsste ich nicht. So. Verstehe, ja. Das ist was anderes. Und beim Workshop bist du natürlich dann auch mit, sag mal, 5, 6, 7, 8, je nachdem, wie viele Leute du nimmst, vielleicht noch weniger, musst du ja mehrere Leute gleichzeitig bespaßen. Und da muss man halt immer gucken. Es gibt viele Leute, die Workshops anbieten. Ich wage die These in den Raum zu stellen, dass es nicht alle machen sollten. Ja, das will vielleicht, ich auch. Ich glaube, viele machen auch, nennen einen Workshop auch was ich eher als Fotowalk bezeichnen würde. Also sag mal eine organisierte, wir gehen irgendwo hin zu dem und dem Punkt und ich organisiere das für euch und ihr kommt mit. Aber ein Workshop ist für mich halt auch mal so, hat so was von einem Unterrichtssache. Und ja, weiß ich nicht. Mache ich vielleicht irgendwann auch, aber da müsste das Konzept vorher wirklich, da müsste ich ein Konzept haben, wo ich wirklich hinterstehe. Also einfach sowas machen. Dann würde ich, glaube ich, eher fast eine Fotoreise anbieten, weil eine Fotoreise ist, finde ich, auch nochmal wieder was anderes, weil da das Augenmerk weniger auf das, wie lernt man besser zu fotografieren, das ist eher dann Fotografieren by Doing, sag ich mal, sondern eher dieses, wir organisieren oder man organisiert die Spots, wo man hinfährt, dass die Leute quasi nur noch mitfahren müssen, irgendwo hingekarrt werden. Und dann fotografiert jeder und dann kann man sich natürlich gegenseitig helfen. Aber das finde ich noch was anderes als dieses, wir erarbeiten uns irgendwie ein Foto. Also, ja, verstehe ich, ja. Und genau, wir haben gerade drüber gesprochen, also Leute oder Fotografen, sagtest du, haben dich angesprochen, wie filmt man denn? Da kommt mir noch so eine bisschen nerdige Frage in Sinn, weiß nicht, ob das jeden Zuhörer so interessiert, aber mich gerade, wenn du sagst, diesen cinematischen Look, 24 Bilder pro Sekunde dann oder 25 oder doch die 30 oder völlig egal?
Ich würde sagen, völlig egal. Also ich mach alles stur mit 25. Mhm. Hat sich irgendwann mal so eingependelt. Aber wenn jetzt jeder alles mit 30 macht, also wichtig ist, dass man sich für ein System entscheidet. Ja. Dass man sagt, die Drohne filmt auf der gleichen Geschwindigkeit wie die, wie das Handy und wie die Actioncam und wie die Systemkamera. Ja. So. Und nicht da ein Mischmasch hin und her. Kann man sicherlich ausgleichen. Bei der Drohne mache ich auch schon mal mit 60 Bildern oder sowas. Das kann man im Schnitt hinterher anpassen. Aber gerade bei Sachen, wo natürlich drin gesprochen wird, wo Menschen sich bewegen, wenn du dann was eine 30 Frames pro Sekunde hast und willst das in eine 25er Timeline packen, sieht das schon mal ein bisschen komisch aus. Okay, ja. Und dieses 24 Bilder pro Sekunde hat sich irgendwann mal, war das mal so ein Hype, als du das anfing mit, ja, die Kinofilme sind ja darin gemacht, aber ich behaupte, das ist ein bisschen so wie diese Gretchenfrage mit den ND-Filtern und der 360 Grad oder 180 Grad Regel, wie sie heißt. Mhm. Vielleicht habe ich schlechte Augen, sehe das nicht, aber ich sehe es einfach nicht. Okay. Also sagen wir einfach so, ich sehe den Aufwand, den man da hat zum Nutzen, den sehe ich einfach nicht. Ja, verstehe. Okay. Und insofern würde ich auch sagen, 24 Bilder pro Sekunde würde ich nicht machen, weil es sicherlich Geräte gibt, die das einfach nicht können. Genau. Und dann würde ich mir nicht so ein vielleicht für manche Geräte exotisches Format nehmen. Also ich würde 25 Bilder ganz stur machen, PAL, wie bei uns üblich früher. Mhm. Aber wenn jemand sagt, ich will alles auf 30 machen, kann man auch machen. Aber, Moment, ein kleines Aber. Ja. Wenn du Kunstlicht hast, ist es relevant. Das heißt, damit wenn es nicht flackert, dann, ne? Genau, wenn du in Europa filmst mit 30 Bildern pro Sekunde und hast irgendwie Straßenlaternen und so Sachen, würde es dir höchstwahrscheinlich passieren, dass du ein Geflacker hast. Umgekehrt, wenn du in den USA filmst, wirst du mit 25 oder 50 Bildern Geflacker haben. Das heißt, wenn du das vermeiden willst, solltest du gucken, dass du da irgendwie gegenwirkst. Guter Tipp. Stimmt, das liegt dann an den... Von daher 25 was ist dein Herz, ne? Wie die betrieben werden, ne? Das Stromnetz, ne? Okay. Ja, kam mir gerade so in den Sinn, weil ich also da gibt's ja auch unendliche YouTube-Videos zu diesem Thema und es scheint mir schon fast so eine Religion zu sein, mit welcher Framerate, und ich habe es auch nie so ganz verstanden. Deshalb wollte ich die Chance nutzen, dich mal zu fragen, wie du es eigentlich machst. Deine Antwort kann ich gut nachvollziehen. Also ich sag mal, möglichst einfach halten generell. Ja. Ne? Also das ist wirklich die Sache. Das ist alles schon kompliziert genug. Man hat schon genug Equipment mit dabei. Und je komplizierter und perfekter man es machen will, desto eher neigt man dazu, dann Sachen nicht zu machen, weil man sich verliert in Details. So. Einfach halten, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. So, das gilt für so vieles in der Fotografie. Also ich vom Film mal weg, in der Fotografie sowieso. Allein schon auch beim Thema Bildgestaltung oft, ne? Dass man manchmal zu viel will. Also so geht mir das manchmal, dass ich denke, lieber ein bisschen einfacher und übersichtlicher. Du hast jetzt, finde ich, also für mich persönlich ganz viel Inspiration gegeben in unserem Gespräch. Okay. Und ich merke, also es geht mir oft bei diesen Podcast-Gesprächen so und bei dir auch wieder so, ich habe so lauter lose Enden, die muss ich eigentlich immer wieder für mich zusammenknoten. Was möchte ich eigentlich so weitermachen und neue Ideen? Gibt's Sachen, die dich im Alltag inspirieren, also besondere oder die dich weiterbringen? Sind das andere Fotografen? Ist das vielleicht eine Musik? Ist das eine Landschaft? Also was inspiriert dich? Das ist eine gute Frage. Habe ich so gerade keine Antwort drauf. Das ist also nichts, was ich jetzt so gerade benennen könnte. Das ist wahrscheinlich der Moment, wo irgendwas kommt, wo man irgendwas sieht. Es sind natürlich irgendwie, es sind irgendwelche Bilder oder Videoausschnitte oder was auch immer, die einem zufällig um die Ohren fliegen, wo man irgendwo dran festhängt und dann sich vielleicht näher mit befasst. So ansonsten, schwer. Also kann ich so okay, nicht beantworten. Okay. Würde ich gerne, aber. Naja, muss ja auch nicht spontan sein. Vielleicht denkst du nochmal drüber nach oder vielleicht gibt es auch gar nicht, ich weiß es nicht. Ich habe bei mir das so gemerkt, dass ich, na, so wie du es gerade in so einem Nebensatz beschrieben hast, es gibt Bilder, die man so aufnimmt mit, also natürlich lässt man sich durch Social Media ja bestimmt beeinflussen oder inspirieren, sage ich mal. Da waren wir ja ganz am Anfang schon, wenn es darum geht, wo will ich hinreisen oder so. Aber also hätte ja auch sein können, dass du direkt sagst, ja, das ein oder andere Thema, das ist für mich so eine Inspirationsquelle. Muss ja gar nicht sein.
Ich habe mich noch gefragt, also eigentlich noch so eine bisschen kreative Frage, bisschen abgehoben, aber vielleicht lässt du dich drauf ein. Angenommen, also ich bin auf die Frage gekommen, muss ich so einleiten, weil ich ja in deinen Bildern gesehen habe, dass dir Farben wichtig sind und die wirklich ja beeindruckend sind, wie du diese Farben rüberbringst. So, jetzt angenommen, du dürftest für den Rest deines Lebens nur noch eine Farbe fotografieren. Welche wäre das? Oh. Boah. Ich wüsste gar nicht, was ich mit einer Farbe nur fotografieren könnte. Also klar, man kann natürlich jetzt sagen grün, weil dann hast du ganz viel Natur, dann kannst du Bäume fotografieren, dann kannst du Fahne fotografieren, sowas alles, aber mit einer Farbe ist ja nicht getan, ne? Dann hast du, dann was machst du denn mit dem Baumstamm, der dann braun ist? Ja, genau. Oder wenn du am Meer bist, ja, du kannst das blaue Meer in Anführungsstrichen fotografieren und dann ist der Sandstrand. Der ist dann. Oder die Bäume, die am Meer stehen oder so. Boah. Also wichtig, also ich kann ja auf jeden Fall darauf antworten, dass ich nicht so schön und ausdrucksvoll ich die Sachen manchmal finde, aber dass ich nicht ein Schwarz-Weiß-Fotograf werden möchte. Also vielleicht, okay. Man, ich will nicht sagen, sagt niemals nie. Ne? Vielleicht wird man das mit dem Alter auch, aber dafür finde ich Farben, wie du schon sagst, finde ich Farben zu wichtig und sind Farben auch zu sehr ein Teil der Natur. Und hast du denn Schwarz-Weiß mal ausprobiert? Oder spielt das für dich wirklich gar keine Rolle oder reizt dich nicht so? Eigentlich keine Rolle. Also ich habe mal, natürlich, was jeder wahrscheinlich mal gemacht hat, ich habe mal Color Keys gemacht. Zuletzt habe ich das auch noch vor ein paar Jahren mal gemacht. Da waren wir in Lissabon. Da habe ich diese Straßenbahn, diese Standseilbahn-Straßenbahn, die so gelb sind, die habe ich mal als Color Key gemacht. Oder weil eigentlich ist es ja so ein bisschen verpönt. Aber ich fand das Ergebnis da eigentlich ganz nett. Da ist natürlich dann ein Großteil des Bildes schwarz-weiß. Ich würde, glaube ich, ja doch, Moment, bei Porträts. Bei Porträts habe ich es öfters gemacht. Okay. Ich habe auch schon mal die eine oder andere Hochzeit fotografiert. Genau. Da gibt es auch gerade so im Brautpaar-Shooting gibt es immer mal Situationen, wo ich sage, ja, das ist, war vielleicht das Licht nicht so ideal oder was auch immer. Oder irgendwie ergibt sich bei diesem Bild eine schwarz-weiße Entwicklung. Und dann hat mir die auch gut gefallen. Oder halt wirklich so ausdrucksstärkere Porträts, gerade wenn man mal Männer fotografiert, die vielleicht jetzt ein bisschen markantere Gesichtszüge haben oder sowas, da würde ich, glaube ich, auch sagen, da mache ich auch vielleicht mal ein Schwarz-Weiß-Bild, ja. Aber so rein in der Natur, boah, also ich könnte jetzt überlegen, klar, so Sachen wie irgendwelche, ich denke jetzt gerade mal an so Spuren, so Windspuren im Sand oder sowas, klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so an diese, also diese Struktursachen, die so Naturstrukturen, was ich immer ganz beeindruckend finde, sind diese, in den Wüsten gibt es ja häufig so, setze ich glaube ich Mudcracks, also das ist dann, wenn dann irgendwie eine Wüste überschwemmt wird, Death Valley gibt sowas, überschwemmt wird mit Wasser, dann trocknet das und dann bricht, dann ist diese Schlammebene, dann bricht das so langsam beim Trocknen raus und dann hast du so richtig so Spuren, so rausgebrochene Lehmstücke. Teilweise ganz tolle Muster. Aber könnte ich mir vorstellen, dass es in Schwarz-Weiß auch funktioniert. Aber trotzdem würde ich, glaube ich, diese Lehmfarbe, auch wenn es nur ein schnödes Ocker ist, würde ich trotzdem gerne mit in das Bild bringen. Also, ja, ich habe spontan in der Natur nichts, wo ich sagen würde, da funktioniert Schwarz-Weiß besser. Du wirst auch, glaube ich, bei mir auf meiner Webseite das eher nicht finden. Halten wir mal fest, also nur eine Farbe geht nicht. Nur eine Farbe, boah. Alles gut. Hättest du da eine Antwort drauf? Nein, also ich hab für mich selber darüber nachgedacht und dachte wahrscheinlich am ehesten grün, kam aber zum gleichen Ergebnis. Dann, was mache ich denn mit den Baumstämmen und der Erde und diesem Wechselspiel? Aber als die Frage erst in meinem Kopf war, wollte ich sie nicht mehr verwerfen. Deshalb stand sie auf meinem Spickzettel mit drauf. Nee, ist doch gut. Finde ich gut, so eine Frage, wenn man da wirklich mal so drauf rumkauen muss. Wir haben jetzt schon öfter über deine Homepage gesprochen. So ein bisschen Event-Fotografie ist aber trotzdem ja auch mit drin. Ja, ist auf der Homepage, aber ist ewig her. Also ich war ein paar Jahre in einem Musical- und Bühnenverein tätig, ehrenamtlich. Ah ja. Und habe für die eigentlich, also ich war nie auf der Bühne, habe aber für die halt
die Shows gefilmt und habe dann halt auch immer mal von den Shows, gerade kam dann auch gut mit schönem Bühnenlicht oder entsprechenden Kostümen, habe ich dann auch mal so die Sachen fotografiert. Habe ich aber jetzt schon seit Jahren nicht mehr gemacht und auch so eine Sache, wo ich sagen würde, ich sag niemals nie, ne? Also kann ich mir durchaus vorstellen, wenn es irgendwas ist, was mich reizt, dass ich das nochmal machen würde, aber zieht mich so aktuell jetzt nichts hin. Also man merkt bei dir jedenfalls ganz deutlich, wo deine Leidenschaft ist und das ist nun mal die Reise- und Landschaftsfotografie. Das kam sehr deutlich bei rüber, fand ich. War ein spannender Einblick. Nein, war ein sehr spannender Einblick, fand ich. Und jetzt habe ich schon so oft über deine Homepage gesprochen. Wie erreicht man dich jetzt? Also wo guckt man nach? Jetzt wäre sozusagen der Werbeblock für deine Homepage oder bei YouTube. Jetzt darfst du nochmal sagen, wie man dich am besten findet. Genau, man findet mich generell immer unter meinem Namen. Also Homepage ist oliverhummel.com. Hummel wie die Hummel, aber mit zwei L am Ende. Und genauso heißt mein YouTube-Kanal. Also YouTube-@oliverhummel. So heißt mein Instagram-Account. Ich glaube, bei Facebook und TikTok habe ich das auch so genannt. TikTok, muss ich dazu sagen, nutze ich eigentlich nur, um die Reels, wenn ich mal welche mache, auch nochmal zu verwerten. Also ist jetzt nichts, wo ich aktiv bin. Facebook, ja, ist noch so ein bisschen aussterbend, aber nutze ich noch so ein bisschen mit. Also eigentlich YouTube primär und Instagram einfach mein Name. Ich würde einen Besuch dringend empfehlen. Also das geht jetzt an euch, die zuhören, weil mich, ihr habt ja vielleicht wieder gemerkt, ne, mich hat es sehr gepackt, so die Farben, die Landschaften, das ist echt stark, Oliver, was du da abbildest. Bin sehr beeindruckt davon. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich muss an dieser Stelle zweimal Danke sagen. Also einmal dir natürlich ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dieses spannende Gespräch. Und sehr gerne, hat Spaß gemacht. Wir müssen auch dem Mike Herford ein bisschen Danke sagen, weil der hat uns miteinander verdrahtet. Das war ja auch nicht so selbstverständlich. Also Mike, wenn du das hören solltest, auch an dich nochmal ein herzliches Dankeschön. Grüße, Mike. Danke für die Vernetzung. Genau, ich fand's super klasse. Oliver, ja. Nochmal danke an dich. Es war wirklich total spannend und wir könnten, glaube ich, ewig so weiter quatschen und uns würden die Themen auch nicht ausgehen. Den Eindruck habe ich auch gerade. Ja, genau. Aber es war wirklich für mich ein toller Einblick nochmal, das so direkt von dir zu hören. Und deshalb, ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit weiterhin und viel Spaß. Ich meine, Spaß ist das Allerwichtigste an der ganzen Sache. Das stimmt. Und vielleicht laufen wir uns irgendwann ja mal über den Weg, was mich freuen würde. Ja, bestimmt. Das gehen wir nochmal hin. Ja, ich danke dir auch. Hat Oliver, wirklich Spaß gemacht. Mach's gut und euch da draußen sagen wir auch nochmal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Also, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.